Wir sind heute am Wienerberg mit einem wunderschönen Blick über Wien, denn heute ist das Finale der Miss Vienna 2015. Was muss sie haben? Also ich glaube mal generell, dass die ganzen Mädchen hier sehr hübsch sind. Darum werde ich als Schauspieler eher auf die Ausstrahlung, auf irgendwas Spezielles achten, was sie vielleicht unterscheidet von den anderen. Die braucht natürlich das gewisse Etwas, die muss eine Ausstrahlung haben, egal jetzt wirklich, ob es blond, schwarzhaarig oder brünett oder so ist. Sie muss auf jeden Fall sportliche Figur haben, sie muss eine Ausstrahlung haben und ja, das gewisse Etwas. Die nötige Ausstrahlung auf jeden Fall und so ein paar richtig gute Antworten sollte sie auch parat haben, so ein freches Gehör sein. Eine Wernerin. Nein, ich finde intelligent sexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Kombination macht es einfach aus. Persönlichkeit ist wichtig und ja, eine Frau auf Augenhöhe ist für mich einfach sehr wichtig. Und damit meine ich nicht, dass sie hohe Absätze tragen muss. Was ist Schönheit? Ich bin zu lange in der Branche. Ich meine, ich bin ein bisschen geschädigt. Ich beurteile das natürlich schon ein bisschen danach, weil ich weiß, wann ein Mädchen auch Chancen hat, im Model-Business eventuell Fuß zu fassen, Aufträge zu bekommen. Das sind einfach gewisse Kriterien notwendig. Und danach beurteile ich das, sicherlich. Naja, das ist jetzt vielleicht, klingt jetzt ein bisschen altbacken, aber ich finde, Schönheit kommt schon auch viel von innen. Schönheit ist für mich, wenn jemand mit sich selbst im Einklang ist. Ja, und dann ist wahrscheinlich völlig egal, ob das jetzt eine 1,80 Blondine ist mit so einer Taille und solchen Brüsten, sondern es kann dann die 1,60 Dunkelhaarige sein. Wenn die mit sich zufrieden ist, streut die was Besonderes aus und das ist für mich schön. Also Schönheit ist ja, wie so oft, man glaubt ja, eher vergänglich, ne? Und Schönheit ist ja oft ein Prädikat, was sehr mit Jugend zu tun hat und so weiter. Und deswegen sind wir ja heute hier. Junge Mädchen wollen über die Miss Vienna-Wahl quasi eine Karriere gehen. Und es ist für viele auch ein Start einer Karriere. Und ich habe vorhin mit der Julia gesprochen, der amtierenden Miss. Und das ist schon ein sehr großer Schritt, wenn man ihn gut wagt. Man kann viele Leute in einem Jahr kennenlernen, du kannst viel Business machen. Und es ist schon eine gute Chance für junge Mädchen, wirklich was zu erreichen, wenn sie was erreichen wollen. Hast du denn noch Tipps für die Mädchen, die heute im Finale stehen? Einfach wirklich natürlich bleiben, Spaß an der Sache haben, weil wenn es dein Schicksal ist, dann wird es dich auch finden. Ich glaube halt einfach, wenn es dein Weg sein soll, dann wirst du es machen. Also insbesondere jetzt heute für die Wahl einfach, dass sie sehr authentisch sind, weil ich glaube, wenn sie diese Freude und Spaß vermitteln in dem, was sie tun, und so besser kommt das bei der Jury an. Und auf jeden Fall ihr Bestes geben, weil sie haben nur einmal die Chance. Verratest du uns deine Favoriten? Ich habe ehrlich gesagt noch keine. Also ich werde mich so ein bisschen berauschen lassen von dem, was ich sehe. Ich habe zwar schon welche registriert, so ein bisschen im Hinterkopf, aber ich habe noch keine ganz klare Favoritin. Das wird entstehen. Bist du heute Good Cop oder Bad Cop? Heute bin ich, glaube ich, beides. Also wenn sie mir vermasselt, dann bin ich auf jeden Fall der Bad Cop. Also ich werde ehrlich sein bei meiner Bewertung. Die neue Miss Vienna 2015 ist Marlene Haubenwaller! Ich fühle mich unglaublich. Ich kann es noch gar nicht, ich realisiere es noch gar nicht. Aber ich bin so glücklich. Ich hätte es jedem gegönnt, der gewonnen hätte. Aber ich kann es, unbeschreibliches Gefühl. Ich glaube es noch immer nicht.